So, der zweite Teil unserer Wohnmobil-Rundreise durch Westaustralien startet jetzt, nachdem wir wunderschöne Strände im letzten Video eben an, im Südwesten Australiens gesehen haben. Ja, geht es jetzt für uns die Küste hoch von Perth über Exmouth, Subroom und dann geben wir unseren Camper in Darwin wieder zurück. Alle Details übrigens zu dem Camper könnt ihr nachlesen, haben wir euch jetzt unter dem Video nochmal verlinkt, damit ihr auch sehen könnt, was ist eine passende Größe möglicherweise für euch. Ja, das heißt, wir haben tolle Nationalparks vor uns. Wir werden gucken, ob wir am Ningaloo Reef tauchen können. Ja, und das sind so sicherlich einige Highlights, die wir hier im Video dann für euch haben. Ja, bevor, wie gesagt, wir dann den Camper zurückgeben. Viel Spaß auf jeden Fall. Thank you.
die Australier sind total heiß, scheinbar auf Vegemite. Das ist ein Brotaufstrich. Sieht so aus. Aha. Riecht wie? Riech mal. Boah. Boah, so. Also ist nicht, riecht nicht lecker. Ist Hefeextrakt, total viele B-Vitamine drin. Und wir haben es jetzt mal gekauft, weil wir sind ja länger in Australien und müssen irgendwie wissen, was hinter diesem Vegemite so, was es damit auf sich hat. Deswegen. Was da ein gutes Promo-Video. Gibt es heute Vegemite. Eigentlich gibt es Sandwich, aber wir haben jetzt kein Toasten, deswegen gibt es heute Vegemite Brote. Ja? Also jeder darf mal probieren. Habt ihr was zum Nachspülen? Ja, ja, ist aber ich nicht. Also Prost, Vegemite Prost. Hey, warte schon. Du auch. Prost. Ah, jetzt habe ich doch noch einen gefasst. Okay, auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Ist bitter? Wirklich übel. Voll übel. Es schmeckt so, wie es riecht. Also wenn da einer mal dran riecht. Ja, also ich habe jetzt nur ein ganz kleines bisschen gegessen. Ja. Ich habe jetzt nur ein ganz kleines bisschen gegessen, aber ist wirklich nicht zum Empfehlen. Aber muss man eigentlich schon mal probiert haben. Ja? Ja. Also es wirkt ein bisschen Motoröl oder so, ne? Ja. Ja. Ekelhaft. Ja. Also nein. Thank you.
kleiner Roadtrip mit dem Wohnmobil durch Western-Australien und eben auch das Northern Territory endet morgen. Wir sind kurz vor Darwin und haben wundervolle Wochen erlebt, tolle Nationalparks, eine wirklich coole Unterwasserwelt. Ja, und für uns ist damit der erste größere Teil unserer Australien-Erkundung dann eben zu Ende. Wir werden jetzt nach Indonesien fliegen, da noch einige Tauchspots so für uns erkunden und kehren dann zurück an die Ostküste und fahren dann eben von Cairns bis runter nach Melbourne, schauen uns Tasmanien an. Das ist zumindest jetzt erstmal so der grobe Plan. Ja. Und wenn du mit dabei sein willst, einfach abonnieren, gefällt mir klicken. Ja, und damit ist dann eben auch garantiert, dass du unseren zweiten Teil auch nicht verpasst. Ja, bis dahin, alles Gute, ciao.